Kommen wir noch mal weiter zu dir und deiner Arbeit. Also du hast gesagt, dass du jetzt nicht mehr so sehr einzelne Techniken, mit denen du früher vielleicht mehr gearbeitet hast, so in deinen Sitzungen machst, sondern mehr durch diese Kraft aus der Einheit Genau. wirkst, könnte man ja sagen. Und das erstaunliche Auswirkungen eben, ja, im Alltag hat, erstaunliche Auswirkungen in der Arbeit im Zusammensein mit den Klienten hat, mit den Menschen, die zu dir kommen. Ja. Wie bietest du das an? Machst du Retreats oder wie treffen die Menschen auf dich? Machst du Einzelsitzungen? Was ist da so dein Angebot? Ja, verschiedene Sachen. Das eine ist, ich gebe natürlich Einzelsitzungen. Und ja, da passieren auch immer mehr erstaunliche Dinge, muss ich sagen. Ja, erzähl. Es gibt, ja, also ich sag mal so, ich hatte jetzt Anfang des Jahres eine Frau, die war nur ein einziges Mal bei mir. Und ich hatte sie auch komplett vergessen. Und jetzt kam sie dann wieder vor einer oder vor 2 Wochen und saß vor mir und wirklich wie die Jungfrau zum Kinde sagte, ich habe Gott getroffen. Oh. Und das ist natürlich wirklich sehr erstaunlich. Aber sie hat die eine Sache gemacht, wo ich ihr gesagt habe, wenn ich sage den Leuten mal, mach es zur Priorität. Den Alltag auch ganz in den Dienst des Herzens zu stellen und zu sagen, okay, Ruhe in jedem Augenblick in deinem Herzen. Wirklich. Das ist wirklich die eine Sache, die man vielleicht machen kann, wenn man etwas machen kann, aus meiner Sicht. Mit der Aufmerksamkeit in jedem Augenblick im Herzen ruhen. Das bringt natürlich auch sofort den Verstand in die Stille, weil im Herzen ist es nun mal still. Und wenn die Aufmerksamkeit im Herzen zentriert ist, dann wird automatisch der Verstand immer ruhiger und ruhiger. Das heißt, wenn das jemand wirklich erfährt, entweder jetzt im Seminar bei mir oder in einer Einzelsitzung oder so, und plötzlich merkt, wie unendlich gut das tut, wie sehr man plötzlich bei sich selbst ankommt, ohne Therapie und jahrelang spirituelle, also Selbsterforschung und weiß ich nicht was, Enneagramm und so weiter, sondern im Grunde genommen ist es aus meiner Sicht wirklich nur der eine einzige Schritt, der notwendig ist, nämlich in sein Herz zu finden. Es wird dann im Herzen nämlich vollkommen uninteressant, in welcher Verfassung das kleine Ich ist. Therapie wird im Grunde genommen uninteressant, weil man ist zu Hause. Man ist bei sich angekommen, man ist in seinem Zentrum, man hat einen Zugang zu der Stille, man hat einen Zugang zum Sein. Und dann geschieht alle Transformation aus dem Herzen heraus und das kleine Ich wird verwandelt und die Einheit hält Einzug und that's it. So, und das scheint aus meiner Sicht heute, wenn überhaupt, meine Aufgabe zu sein, einfach den Menschen diesen Schritt ins Herz zu ermöglichen, denn vielen fällt das anscheinend unheimlich schwer. Die wissen dann nicht, ist es jetzt mein Herz? Bin ich in meinem Herz? Woran erkenne ich, dass ich in meinem Herzen bin? Wie bleibe ich dann dort und so weiter und so weiter. Das ist natürlich in unserer Kultur auch tatsächlich völlig anders angelegt. In unserer Kultur geht es ja immer in den Kopf und nicht ins Herz. Und es lautet ja eher die Anweisung, du sollst nicht merken. Ne? Du sollst nicht merken. Ne? Also wenn einer mal was merkt, dann wird das gleich irgendwie, nein, 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 nein. Und das wird alles über den Kopf abgewickelt. Über Bilder, über Medienkonsum, alles Mögliche. Und wenn es dir gelingt, durch deine Kraft, die du da hast, offensichtlich, die Menschen wieder ins Herz zu bringen, das ist ja eine wunderbare Eigenschaft dann, eine wunderbare Fähigkeit. Ja, also und es geht ja darum, dann den Kopf in den Es geht darum, den Kopf in den Dienst des Herzens zu stellen. Das ist ja im Grunde genommen das ganze Problem, dass unser Kopf in dieser Gesellschaft, wie du richtig gerade gesagt hast, dem Herzen die Vorschriften macht, statt umgekehrt, dass der Herz den Verstand inspiriert
Und nährt und füttert, weil der Verstand ist ja, das ist das nächste ja. Warum sind all die Menschen unglücklich? Ich sage immer, der Verstand ist nicht in der Lage, Glück zu empfinden. Liebe, Freude, das kann der Verstand nicht. Das kann nur das Herz. Und dann ist es so, wenn wir im Herzen sind, dann sind wir satt. Wir sind, ja, wir finden das bedingungslose Glück in uns. Zunächst vielleicht nur ein kleines Stück. Aber genug, dass es Appetit macht, dass man, wenn man das wirklich spürt, sagt, so, jetzt da bleibe ich, da gehe ich nicht mehr weg, das schenke ich nicht mehr her. Wenn wir einfach nur das Herz finden, dann ist im Grunde genommen alles getan. Und dann alles, was wir dann tun aus dem Herzen, zeugt von dem Glück im Herzen, zeugt von der Freude und der Liebe im Herzen, aber ist nicht mehr dazu da, im Außen Glück zu bekommen oder Liebe zu erlangen, weil es ist schon es ist schon alles im Herzen da. So, dann gibt es nichts mehr zu erlangen, sondern es gibt nur noch die eigene Liebe, die halt sich ausdrücken möchte. Was würdest du denn sagen, was ist denn mit so Wünschen, die Menschen haben? Wünsche sind ja auch schon etwas, die oftmals kombiniert mit Emotionen irgendwo aus dem Herzens, aus der Herzensgegend kommen. Wo würdest du denn so Wünsche dann ansiedeln? Also sind das Hirngespinste oder sind das Wegweiser oder... Oder so, wenn jetzt jemand in sein Herz geht und dann da jetzt auf so einen Wunsch trifft, zum Beispiel, auf eine Sehnsucht oder so, ne? Meine Erfahrung ist die, wenn Menschen mit Wünschen zu mir kommen, speziell aus dem Kopf, dann ist mir immer klar, ich kann nicht denjenigen sagen, ach, lass das los, es ist ja nicht so wichtig. Sondern auch da wieder, wenn ich die Menschen in Kontakt bringe mit etwas, was sie sich noch viel mehr wünschen. Aus ihrem Herzen. Dann ist es plötzlich ganz leicht, den anderen, oberflächlicheren Wunsch loszulassen. Ja, der verschwindet. Ja, also wenn jemand zum Beispiel sagt, kommen würde und sagen würde, ja, ich möchte jetzt berühmt sein, ja, dann, worum geht es da? Da geht es zum Beispiel um Aufmerksamkeit. Und wenn natürlich derjenige sich als die Quelle von Bewusstsein und ja, auch Aufmerksamkeit erfährt, dann macht es natürlich überhaupt gar keinen Sinn mehr, Aufmerksamkeit kriegen zu wollen, weil man dann versteht, es geht wirklich darum, es ist der viel beglückendere Zustand, zu verstehen, dass man die Quelle der Aufmerksamkeit ist. Niemand möchte gerne abhängig sein und angewiesen auf die Aufmerksamkeit und Wertschätzung der anderen. Wenn man natürlich nichts anderes hat, dann ist es fast unmöglich, demjenigen zu sagen, ja, vergiss das. Also das heißt, mein Zugang ist immer der, wie kann ich den Menschen aus der Welt der Einheit und aus der Welt des Herzens etwas zeigen, was ihnen automatisch, wo sie automatisch erkennen, dass es noch attraktiver ist. Ja, also das heißt, ich sage nie, ja, schlag dir das aus dem Kopf oder vergiss das oder so, aber wenn ich jetzt eine Boutique wäre und jemand kommt rein und sagt, ich hätte gern ein Einstecktuch für meinen Anzug und ich zeige Ihnen einfach, sag, guck mal, hier ist meine neue Kollektion an Anzügen. Ist doch viel besser als so ein Einstecktuch. Das ist auch überhaupt kein Problem für denjenigen. Der lässt eigentlich nicht seinen Wunsch los, der transzendiert den. Wenn du die Menschen im Grunde in ihr Herz führst, oder ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, oder wenn du ihnen den Weg dahin zeigst, damit sie sich im Herzen verankern können, also ein bisschen raus aus dem Kopf, im Herz verankern, in ihrer wahren Natur,
Wie machst du das? Also lernen die Menschen da bei dir eine Technik oder bekommen die Übung an die Hand oder was geschieht da? Was machen die Menschen da, wenn sie auf dich treffen? Also ich setze mehrere Dinge ein. Das eine ist, was immer wieder passiert, ist, dass Heiltöne kommen. Weil meine Erfahrung ist die, dass wenn Menschen mir zuhören, dann ist doch natürlich immer eine gewisse Tendenz da, dass sich der Verstand einschaltet und versucht, das zu verstehen oder zu analysieren. Und bei bestimmten Tönen, Frequenzen, die ich erzeuge, und ich singe halt auch einfach unheimlich gerne, Musik war schon mal Teil meines Lebens, dann ist irgendwie für die Menschen besonders stark spürbar, von welchem Platz eigentlich die Dinge kommen, die der Marc so tut und sagt. Und ich weiß nicht, was euch die Leute erzählt haben, aber in der Regel ist es so, dass Menschen über die Heiltöne plötzlich diese Stille in sich spüren und diesen Frieden Gottes, den Verstand, der nichts, plötzlich das Herz fühlen und dass der Verstand wirklich nichts verstehen muss. Ja. Und das ist über die Töne ganz besonders stark, während es doch viele Leute gibt, so die über Jahre im Satsang sitzen und auch nach Jahren sich fragen, was will der Meister mir sagen, was soll ich jetzt daraus machen? Und wie gesagt, über die Töne ist das ganz, ganz besonders direkt. Also das ist eine Methode. Zu den Heiltönen nochmal. Wie erzeugst du die oder wie kommt das? Ist das so eine Art Channeling oder wie kann man sich das vorstellen? Das ist ja nicht so, dass du wie ein Schlagersänger da irgendein und sagst, ich hole meine alten Hits hervor, so, ne? Sondern es ist was Besonderes. Ja, also ich meine, ein Faktor ist sicherlich, dass es mich sehr geprägt hat, dass ich mir über Jahre gerne die Tonings von Paul Lowe angehört habe. Da hatte ich sicher von vornherein eine Affinität. Es ist auch jetzt bei mir selbst auf meinem Weg durch solche Heilgesänge ganz besonders viel passiert. Also vieles, was mein Verstand überhaupt nicht hat begreifen können, ist über Töne transportiert worden. Zum Beispiel dieser Effekt der Synästhesie. Also wenn ich Heilklänge gehört habe, dann ist das ganz besonders stark passiert, dass plötzlich meine Sinne begonnen haben, zusammenzuschmelzen. Ja, heute ist das sowieso so. Die Unterscheidung zwischen Sehen, Hören, Fühlen und so weiter, die ist komplett, ja, die ist weg. Ja. Also das ist ein Raum. Es gibt nur einen Raum, in dem ist alles. Ja. Und da sind genauso Gedanken, Gefühle, alles ist in demselben Raum, da ist keine Trennung. Aber das war früher überhaupt nicht so. Die Aufmerksamkeitsspanne oder die Größe des Fokus war so klein, und das ist eigentlich auch das, was natürlich die Illusion der Trennung und der Nicht-Einheit überhaupt erzeugt, dass die Aufmerksamkeit quasi immer hin und her huscht zwischen einzelnen Sachen. Okay, mein Knie tut weh, was ist da los? Ah, jetzt habe ich einen Gedanken, jetzt muss ich mich mit dem auseinandersetzen. Aha, jetzt hat der mich so komisch angeguckt, was will der von mir? Oh je, meine Hose rutscht. Das heißt, dieses, im Grunde genommen, das ist Teil dessen, das ist ja halt quasi wie bei einem Puzzle, dass man immer nur einzelne Teile sieht. Und das Puzzle hat aber 2500 Teile und man sieht nie das Ganze, weil die Aufmerksamkeit immer hin und her huscht. Und das natürlich in Verbindung, das funktioniert natürlich nur, wenn da Widerstand ist und Schmerz und Angst. Und dann flitzt die Aufmerksamkeit die ganze Zeit durch die Gegend und lässt einen das große Ganze nicht sehen. So, also das heißt, wenn wir nochmal die Kurve kratzen wollen, also das eine sind die Heiltöne, wo einfach klar, für alle Leute eigentlich, ja, also meine Erfahrung ist selbst für den Hartgesottensten, die da was spüren, die plötzlich merken, oh, da ist was anderes. Und
Dieses Jenseitige, ja, das Absolute, was ja nicht mal in dieser Dimension ist, das wird da auch total spürbar. Und das Zweite, was ich eben auch gesagt habe, was eben sehr, sehr stark ist, ist einfach dieses Sprechen aus dem Herzen. Und das heißt, der andere, der sogenannte andere, bekommt in dem Moment einfach, spürt plötzlich die Wahrheit in sich selbst. Das, was da gesprochen wird, spüren die Leute, ach ja, das ist wahr. Und ach ja, das weiß ich ja eigentlich auch. Das habe ich, jeder hat in uns immer eine, wie auch immer, tief begrabene Ahnung von der Wahrheit. Und wenn man, ich lasse jetzt, genau, das ist noch eine Besonderheit. Ich lasse die Leute immer nachsprechen. Ich sage immer, kannst du mir bitte nachsprechen? Und dann sprechen sie mir einfach nach, fast wie bei einem Diktat. Die Sätze, die wissen in der Regel gar nicht, wie die Sätze weitergehen. Dann sage ich einfach, kannst du mal bitte Folgendes sagen? Ich erkenne jetzt. Okay, und dann sagen wir, okay, ich erkenne jetzt. So und so weiter. Und weil wenn man sich das selbst sagen hört, dann gibt das einen anderen Zugang, als wenn man immer da sitzt und versucht, den Lehrer da draußen zu verstehen. Ja, also auch da versuche ich, diese Lücke zu schließen und den Weg möglichst kurz zu machen. Ja, dass der Weg nicht ist, ich bin hier und muss da irgendwie raus, da was verstehen und dann irgendwie zurück in mein Herz, sondern es ist wirklich nur der Weg von hier nach da, nicht mehr. Das heißt, du nutzt auch diese Sprache und das Sprechen oder Nachsprechen in dem Falle, um tatsächlich diesen tieferen Zugang zum Herzen zu bekommen. Genau. Ja, ich finde das einen schönen Ansatz, muss ich sagen. Also den Weg zu verkürzen. Weil in dem Moment, wo wir ja sehen oder schauen, erfahren, was wir wirklich sind, dass wir ja der Raum sind, in dem alles geschieht und was darin geschieht. Ne? In dem Moment ist es ja tatsächlich so, dass sich die Aufmerksamkeit befreit. Und dann ist es einfach, was ist? Es ist immer alles da, es entgeht einem ja auch nichts mehr. Was sollte einem entgehen können? Ne? Es ist befreit. Ich finde das schön, wie du das aufgezeigt hast vorhin, dass ja, wenn wir das noch nicht erfahren haben und das nicht für in unserer Erfahrung sind, dieses befreite Sein, dann springt unsere Aufmerksamkeit hin und her und sieht nur Ausschnitte. Ne? Und das erzeugt im Grunde genommen die Trennung, die es ja gar nicht gibt. Also im Grunde genommen ist es so schön einfach, weil genau. Im Grunde genommen gibt es nur befreites Sein oder befreite Aufmerksamkeit oder wie auch immer wir das nennen wollen. Ne? Aber dadurch, dass wir uns selber verengen, erzeugen wir die Trennung. Die sieht es so aus, sieht es so aus, genau. Mhm. Und das finde genau. Ich, wenn du dann sagst, ja, okay, ich verkürze mal den Weg. Ich mache das nicht so, dass da ein Lehrer sitzt, dem ich zuhöre, also einer Trennung von mir, die ich erzeuge, der ich zuhöre, sondern ich behalte das mal schon hier nur. Ne? Das ist, finde ich, ist ein guter Ansatz. Den habe ich jetzt so auch noch nicht gehört. Ganz interessant. Ja.